Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hunting Ground. Wie versprochen werden wir uns jetzt mal nochmal hier ganz kurz dem Minispiel widmen. Chaoswald, Abschnitt, Start, Feldspitze, Eingang des alten Herrenhauses. Feind die Bilitas. Die Bilitas im Wald, alles klar. Wir müssen jetzt irgendwie den... Ups, das war die falsche... Oder? Nee. Wir müssen jetzt den Weg zurückfinden. Ja, es ist sehr, sehr lange jetzt her, zu meinem Bedauern. Wir haben gerade den 18. Mai, also ich weiß nicht mehr unbedingt, was ich hier tue. Aber okay. Ich denke, es ist vielleicht dieselbe Steuerung. Moment, stand die eben da. Aufladen, nicht benutzt, angreifen, schleudern. Gut, das ist jetzt interessant. Ich glaube nicht, dass das die Hiwi-Steuerung ist. Okay, ich greife ihn jetzt mal an. Und irgendwie bewegt sich Fiona nicht. Fiona! Fiona, geh doch weg! Wow. Warum? Warum bewegst du dich nicht? Geh weg! Okay, Moment, das... kann ich nicht irgendwie abbrechen oder so? Naja, die stirbt ja eh gleich, ne? Das ist irgendwie... Genauso die Bier wie Huey als Hund. Ja, der Hund spielt jetzt die Olle und ist auch nicht besser, so wirklich. Guck mal, sie will gegen ihn kämpfen und jetzt läuft sie plötzlich weg. Alles klar. Kann ich nochmal... Mann, ich will hier raus. Das muss doch gehen. Abbruch. Ja. Man sieht halt den fucking Pfeil nicht. Okay. Dann schauen wir uns mal nochmal die Steuerung an. Gott, das ist so behindert. Ja, warum habe ich das jetzt die ganze Zeit vor mich hingeschoben? Naja, weil ich... Huch. Nein, da will ich doch nicht hin. Weil ich genug Folgen habe und... Ach Gott, das Let's Play macht mich im Nachhinein ziemlich traurig. Nicht wegen mir oder wegen der Art, wie ich es gemacht habe, sondern einfach wegen dem scheiß Lag und so. Das hätte alles nicht sein müssen hier. Anleitung. So, okay. Linker Analogstick bewegen. Logisch. Rechter Analogstick bellen. Alles klar. Schleudern. Ja, was ist denn schleudern? Aufladen? Angreifen. Okay. Totstellen kann ich mich auch. Interessant. Wenn du bettst, wird Fiona an deine Seite kommen. Rechter Analogstick bellen. Also ist egal. Ich habe nur diesen einen Kommando oder was. Ich kann nicht sagen, komm mit, lauf weg, bleib stehen. Okay. Ja, was machen wir denn da jetzt? Soll ich ihn vernichten? Okay, warte mal. Ich hab dir jetzt den klassischen Befehl gegeben zu warten, denn sie macht's nicht. Rechts. Links. Stop. Halt dein Maul, sonst beiß ich dich. Oh, shit. Na gut, ich lade mich mal auf. Irgendwie ein Rasenmäher. Und let's go! Spring. Ja, hallo? Irgendwie. Hab mich doch aufgeladen. Aber das Leben eines Hundes ist auch nicht so einfach. Vor allem, wenn die Alte nichts macht. So, jetzt nochmal von hinten am besten. Ich drück Viereck und ich... Was mache ich da? Ich habe keine Ahnung. Ach komm, ganz ehrlich. Warte. Hallo? Hallo. Guck mal, ich drück Viereck. Ich drück Viereck. Als Hund. Viereck. Viereck heißt doch angreifen, oder nicht? Und guck mal, was der Hund macht. Ich glaube, es liegt gar nicht an Huey, sondern sein Controller ist einfach... Die Steuerung, die allgemeine Hundesteuerung ist blind. Wieso werde ich jetzt verfolgt? Okay.
Also, weißt du, das ist ja eigentlich so, dass Fiona, du läufst irgendwie und ich... Guck mal, was das für ein Angriff ist. Oder mache ich irgendwas falsch? Okay. Jetzt hat er mich irgendwie auf den Kicker. Ja, komm mal her, du Bastard. Wie war das mit den Bällen? Hier. Das funktioniert irgendwie nicht so ganz, ha? Ist er jetzt weg? Oh, komm, 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 komm. Wir laufen einfach, wir laufen einfach. Also ich hab's ja auch schon mal damals probiert natürlich. Und ich dachte, die Alte wäre einfach aus Reflex weggelaufen, aber sie kommt aus Reflex zu mir. Was ist denn das für ein Zirkus hier? Okay, okay, der Wald ist ja jetzt auch nicht der beste Ort, weil wir ja wissen, der leckt. Lass uns dann vielleicht einfach nochmal den anderen Modus probieren, weil ich dachte, der war im Herrenhaus, im Schloss. Aufgabe B. Schloss, Belly, Tore zum Schloss, Daniela. Ja, genau. Machen wir das doch mal. Dumm, dumm, dumm. Okay, so. Moment. Ich hab nicht... Shit, ich hab nicht aufgepasst. Oder? Ich hab... Shit, ich... Es tut mir leid. Ich hab nicht aufgepasst, wo ich hin muss. Ja, es ist auch sehr, sehr schwierig, den Pfeil zu benutzen, wenn man nicht sieht, wo der Pfeil ist. Ja, das ist halt so das Traurige. Da wäre ich direkt wieder traurig hier. Das, ich denke, dass der, das funktioniert mit dem Emulator einfach nicht so wirklich. Tore zum Schloss, okay. Wo laufe ich denn da lang? Es dürfte gar nicht so weit sein, oder? Mal gucken. Also, ich laufe dann jetzt mal vor. Okay, Fiona, du bleibst hier. Alter, Fiona. Ich gebe jetzt den normalen Huey-Kommando, um zu bleiben. Oh, ich krieg die Tür nicht alleine auf. Das habe ich nicht bedacht. Shit. Okay, ich lade mich auf. Ich lade mich auf. Warte, bis sie an mir vorbeiläuft. Und Viereck. So. Und jetzt geh, Fiona, geh. Schau es dir an. Okay, hier, Fiona, komm mit. Fiona, komm mit. Komm einfach mit. Ich hätte nie gesagt, dass ich das so mal sagen werde. Okay, sie kann laufen, alles klar. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. I hope it's the right way. Wie kann ich eigentlich Türen aufmachen? Also theoretisch müsste ich das ja können, weil ich... Jetzt gibt sie mir Befehle. Ja, und jetzt beweg dich. Ich habe deinem Befehl gehorcht. Jetzt geh bitte. Irgendwie funktioniert das nicht. Ich kann doch selber gar keine Türen öffnen. Ja, was soll ich tun, wenn die KI sich nicht bewegt? Wenn ich Viereck drücke, rennt... Was zur Hölle? Dann greife ich automatisch an. Kann ich sonst noch irgendwas machen? Aufladen. Ausweichen, totstellen, geht ja auch. So. Ach, guck, sie macht's. Sie macht's phänomenal. Jetzt bewegt sie sich endlich. So will ich dich sehen. So will ich dich sehen. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt. Jetzt geht's doch. Oh, oh, oh. Wo ist sie? Wo ist sie? Ach, da. Ja, so ist gut. Und jetzt mach dein Ding, dämliche Troller. Hui. Hallo? Wo seid ihr hin? Wo seid ihr hingehoppelt? Da, okay. Ich weiß nicht, wo Fiona ist, aber ich bleib einfach bei der Alten. Solange ich da bleib, ist ja alles okay. Aber ja, bezüglich des Todstellen sei gesagt, dann war er nie wirklich tot, sondern er hat sich halt immer totgestellt. Und wenn wir gekommen sind und ihm was gegeben haben, dann wusste er, okay, die Luft ist rein, hä? Dann nerv ich dich ein bisschen weiter.
Ich hoffe, sie weiß, wo sie lang, wo sie hin muss. Ja. Yeah. Nö. Aber ja, da könnte man sagen, dass das doch durchaus gutes Koop-Spiel wäre. Ne? Einer spielt den Hund, der andere spielt Fiona. Also, online-technisch wäre das, glaube ich, mal was. Jo. Jetzt können wir mal sehen, wie sich die so verhalten. Endlich können wir den Stalker mal vom Nahen beobachten, den Verfolger. Wobei, ja, die machen auch nichts anderes als sonst, ne? Laufen halt die ganze Zeit irgendwo dumm rum. Die Tür ist noch auf. Okay, dann suche ich jetzt mal. Gott, der Hund steuert sich echt ein bisschen schwammig. Gucken, wo ist sie denn? Habe ich sie gerade gehört oder war das Daniela? Die Tür ist zu. Man muss sich ja nur an den offenen Türen orientieren. Ich kann ja nichts anderes machen. Okay, genau. Was mache ich, wenn Daniela mich aussperrt? Die Tür ist zu. Okay. Wo ist sie denn jetzt? Wo seid ihr beide? Gott, ey. Macht ja schon irgendwie Laune, ne? Aber ich weiß nicht. Oh, ich höre Fiona. Hi. Was machst du? Du weißt, was du tun musst, oder? Ich folge jetzt einfach mal der KI. Ich bin sichtlich neugierig, was sie tut, wenn man sie nicht steuert. Also, irgendwie. Oh, ich knurre automatisch, das heißt. Daniela. Ja, Daniela ist in der Nähe, okay. Ich kümmere mich drum. Hä? Hat sie Fiona gesehen oder was? Ja. Ja, du kommst mir auch. Ich dachte, du bist schlau. Was soll denn das? So, jetzt beweg dich! Bitch. Ja. Alter, ganz ehrlich, dann machen wir es einfach auf die klassische Art, okay? Ich habe keine Ahnung, ob du so lange überlebst. Aber lade ich mich gerade auf, ich hoffe. Ich werde dich einfach so lange angreifen, bis du umfällst und dann werde ich gechillt zum. Alter, was? Alter, Fiona, what the fuck, ey. So ist schön, ja. Go, ja, mach ich doch. Aber mach, what the fuck, ey. Alter, diese KI ist so dumm. Komm mir vor wie bei Resident Evil 5. Mann, ey. Ja. Danke. Ich glaube, ja. Die läuft irgendwie nur weg, wenn sie kurz vorm Verrecken ist. Kann das sein? Ah, ich glaube, sie ist gleich tot. Ohnmächtig. Schön, dass ich da unten einen Timer habe. Dann weiß ich ja ungefähr, wie lang der Spaß hier geht. Oh nein. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Das habe ich nicht bedacht. Dass das auch passieren kann. Oh shit. Aber das war gerade dieser Move, mit dem man auch Türen aufmachen kann. Übrigens habe ich dann im Nachhinein gesehen, dass es. Dass ich hätte vieles einfacher machen können, definitiv. Beispielsweise bei dem Feuerding da. Ich kann Türen ja auch auf. Sehr gut. Ich kann Türen ja auch auframmen und so weiter, ne? Das hätte alles ein bisschen einfacher werden können, aber wie willst du das mit Lex machen? Ja, was nun jetzt hier? Ich muss mich ein bisschen mit dieser Attacke nach vorne rambolen. Weil ich ja nicht. Weil ich ja keine Energie mehr habe. Tja, wo ist die Alte jetzt? Keine Ahnung. Gib mir was zu fressen, Alter! Daniela?
Ja. Die Musik scheint auch nur zu kommen, wenn Fiona in der Nähe ist, ne? Oh. Oh, ich habe mich wieder geheilt. Okay, gut. War schon kurz davor, die Aufnahme zu beenden. Das ist natürlich supi. Ich wüsste ja selber mal gerne, wo es hier zum Schloss geht. Die Tür ist halt zu. Ich kann ja mal versuchen, sie aufzubashen. Ah, nee, doch, das ist ja die Tür, ne? Es geht nicht. Okay. Daniela ist da. Ist schon mal interessant. Wo ist die alte denn hingegangen, Mann? Aber wenn ich belle, kommt ja Fiona zu mir, oder nicht? Wo geht's denn jetzt hier raus? Also so richtig. Ich denke, das wäre ein guter Ansatz. Aber was soll ich machen, wenn ich die Tür nicht selber aufkriege? Nein, nicht angreifen. Oh Gott, ich drück Viereck und er visiert so. Schaut mal, er macht Auto-Aim. Ihr geht sofort zu Daniela. What the fuck? Ich drück einfach Viereck und das ist wie so ein GPS. Was noch mehr darauf hindeutet, dass ich Türen selber nicht aufmachen kann. Schon wieder. Ich wollte die Tür angreifen und er rennt automatisch zu Daniela. Na gut, dann nerv ich dich ein bisschen, hä? Ja. Oder so, keine Ahnung. Oh Gott. Boah, ey. Okay. Ich drück jetzt einfach mal. Ah, die Tür ist auf. Alles klar. Ah, ich höre sie. Ich hab sie gehört. Ich hab sie gehört. Wo ist mein Frauchen? Hä? Wo ist mein Frauchen? Oh, sie ist weit. Sie ist weit. Oh mein Gott. Ist sie vielleicht schon da? Oh mein... Nee. Komm her. Komm her. Ich hätte jetzt echt dumm geguckt, wenn sie da die ganze Zeit gewartet hätte und ich quasi noch mit ins Ziel muss. Was durchaus sein kann. Hallo? Wo ist sie? Nee, das ist Daniela. Die Schrittileinis, die erkenne ich doch. Mein Frauchen klingt doch mehr wie so ein Bauer. Was da an den Stiefeln liegt. Das ist ja jetzt nicht ihre Schuld. Das war doch aber eigentlich ein guter... Moment, habe ich die ja gerade gesehen? Ja, das war eine Puppe. Das war doch eigentlich ein guter Ansatz hier, oder nicht? Das Ding ist, man hört die Musik, das bedeutet ja, dass Fiona auf jeden Fall in der Nähe ist. Die Musik wird lauter. Oh, sieht... Oh Gott, was... Wo hast du mich erschreckt? Okay. Tja, ja, komm mal her. Ich check nicht. Was hat die bitte gemacht? Die war doch schon... Der hatte doch schon alle Türen auf. Hund Weitwurf. Yay. Oh Gott, der Lag. Drei Charaktere. Das geht so nicht. Drei Charaktere im Bild, mehr oder weniger. Und dann noch die ganzen Puppen hier. Fuck, jetzt bin ich doch schon wieder... Halb am Verrecken. Meine Zunge eigentlich raus, ja, oder? Da sind die 20 Minuten um. Hallo? Warum leckt das jetzt gerade so abgefuckt? Ich sehe nichts. Ach so, ich hatte sie. Wir hängen irgendwo zwischen Tür und Angel. Hä? Ist sie behindert? Jetzt ist sie draußen. Ja, help! Ja, jetzt mach doch mal hier irgendwas. Ach,
machen. Jetzt kann ich auch nicht sagen, folg mir, weil ich jetzt am Arsch bin. Ja, und jetzt... What the fuck? Beweg dich! Hab ich gerade Huey gesagt? Beweg dich, Fiona. Sonst macht sie uns beide kalt. Ja, keine Ahnung, Leute, keine Ahnung. Alles klar. Wenn es so weitergeht, verrecke ich hier noch. Oder ich stelle mich mal tot, vielleicht kriege ich ja dann was zu fressen. Oh nein, ich bin wirklich tot. Die Frage ist, hat sie mich jetzt vergewaltigt oder 400? Ja, das ist doch mal ein guter Moment, um das Ganze zu beenden. Yo, ich denke, wir müssen alle, jeder von uns separat das Ganze auf YouTube begutachten bei anderen Leuten, weil das bei mir offensichtlich nicht klappt. Sehr, sehr schade, weil sie ja im Grunde schon die Türen offen hatte. Ja, aber das ist nochmal ein guter Moment, um die ganzen Diskrepanz nochmal anzureden. Wie gesagt, es tut mir leid wegen dem Leck und so weiter. Ich denke wirklich, dass da gewisse Sachen einfach nicht richtig verkabelt sind, in Anführungsstrichen. Die geistigen KI-jastischen Synapsen sind einfach nicht ordentlich kooperieren. Nicht ordentlich miteinander, wenn man das Ganze über Emulator spielt. Ja, von daher, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Solltet ihr minimal haben, wenn ihr das jetzt hier hört. Versucht's mit der originalen PS2 irgendwie zum Laufen zu kriegen. Vielleicht Let's Plays auch nochmal in 100 Jahren mit der originalen PS2. Also 20 Euro für eine PS2, 60 Euro für eine PS2. Das weiß nicht, ist ja jetzt auch nicht so die Welt. Am Anfang sah es ja gut aus, wie wir alle wissen. Aber naja, was auch immer. Ich denke, dass die KI dann dementsprechend auch nicht so wirklich funktioniert hat. Wegen dem ganzen Schisse. Naja, egal. Ja, ich habe, wie versprochen, wie bereits in der ersten Folge erwähnt, ja noch einige Hunting Ground-Folgen aus dem Jahre 2013. Wo ich das Ganze das erste Mal Let's Played habe, sprich, das ist jetzt 5 Jahre her. Das werde ich da noch als Bonus in die Playlist packen. Sprich, wenn ihr einfach mal Bock habt, in die Vergangenheit zu reisen, euch anhören wollt, wie ich das Ganze vor 5 Jahren kommentiert habe, dann bitteschön. Ansonsten, ja, habe ich auch definitiv noch andere Survival-Horror-Games, die ihr vielleicht auch noch nicht kennt, wie beispielsweise Galarians auf der PlayStation 1. Nicht Galarians Ash auf der PlayStation 2, was ich auch gespielt habe, das ist Müll. Aber der PS1-Teil ist richtig geil. Das ist so Resident Evil-Style mit Psychokräften, Parasite Eve. Eine Mischung aus Resident Evil und Final Fantasy. Und noch ganz viel anderes Zeugs. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.